Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Hey, was guckst du da? Charlie und die Schokoladenfabrik. Und worum geht es da? Um Heinz. Um Heinz und seinen Lohnsteuerausgleich. Definiere Deutschland. Pfandautomat reklamiert zerdrückte Flasche. Kunde richtet die Flasche. Automat akzeptiert die Flasche. Und zerdrückt sie. Nächstes Jahr will ich einen Adventskalender für echte Kerle. Einen, wo man Türen eintreten muss, als sei man vom Sondereinsatzkommando. Mut ist, den Kopf bei H&M aus der Umkleiderkabine zu stecken und zu rufen, das Klopapier ist leer. Möglicherweise eine gewagte These, aber ich glaube, der Weihnachtsmann hat die Kinder von reichen Eltern lieber. Geht ein Weihnachtsbaum zum Bäcker. Der Bäcker: Oh mein Gott, ein sprechender Baum. Der Baum: Ich hab doch nichts mal gesagt, du Vollpfosten. Optimus Prime: Der Tank ist halb voll. Pessimus Prime: Der Tank ist halb leer. Herr Seehofer: Warum eine PKW-Maut? Die Kanaken, ausländischen Schmarotz, wegen der Gerechtigkeit. Das schwärzeste Schwarz: Wenn du bei einer Mondfinsternis und Stromausfall mitten im Arlbergtunnel durch eine Schweißerbrille einem Neger ins Arschloch siehst. Im Grunde bin ich ja ein netter Kerl, außer ich bin wütend, hungrig oder wach. Was ist Michael Schumachers Lieblingsband? Rammstein. Die Polizei warnt vor einem Vergewaltiger aus unserem Dorf. Ich werde da mal die Augen offen halten, sonst werde ich noch erwischt. Wie nennt man einen türkischen Hasen? Kanakel. Als Chuck Norris 18 war und das Haus verließ, sagte er zu seinem Vater: Jetzt bist du der Herr im Haus. Neben mir kontrollierten Lehrerin ihre Klausuren im Zug. Wer auch immer Christian Erck ist, du hast eine 5 in Englisch, du 0. Deine Mutter ist so fett, sie hat Kornkreise in ihrer Schambehaarung. Deine Mutter schwitzt Frittenfett. Wusstet ihr, dass man einem Gecko 40 Kilogramm Gewicht hängen muss, ohne dass es herunterfällt? Wissenschaftler 1: Komm, finden wir ein Mittel gegen Krebs. Wissenschaftler 2: Och nö, lass mal lieber rausfinden, wie viel Stuff man so einem Gecko hängen kann. Bei RTL: Sie können gewinnen. Beantworten Sie nur folgende Frage richtig. Welches Jahr haben wir? 2015 oder 1520? Hab erstmal mit meiner Fackel durch die Scheune auf den Steinkalender geblickt, sonst hätte ich es nicht gewusst. Alter, warum lachst du? Riechst du gleich. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Sex? Klar, hab sogar noch die Quittung. Dieser Moment, wenn du einen Engländer erschreckst. Oh my God. Dieser Moment, wenn du einen Franzosen erschreckst. Oh mon Dieu. Und wenn du einen Deutschen erschreckst. Ja, leck mich doch am Arsch, du blöder Penner. Sag mal, geht's noch? Wer hat denn dir ins Hirn geschissen? In Texas wurde die Leiche eines Farbigen mit 57 Einschusslöchern gefunden. Kommentar vom Sheriff: Mein Gott, das ist der schlimmste Selbstmord, den ich je gesehen habe. Jo Leute, lustige Witze gibt's ab jetzt jeden Freitag um 17 Uhr. Gebt mal einen Daumen hoch, um mich zu unterstützen, und klickt auf Abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Haut rein, bis nächste Woche.